Willkommen bei Gottenbob. Heute geht es mal darum, mal auf Fragen zu antworten, die uns ständig gestellt werden. Ein Bäumchen gekauft, neu gepflanzt, egal jetzt auf welchem Obstsort es sich handelt, er wächst nicht richtig, Blätter fallen ab, trocknet ab, trotz Gießen und so weiter und so fort, unordentlich gepflanzt. Und so geht das schon eine ganze Weile. Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wo kommen die Bäumchen eigentlich her? Und darüber weggestolpert bin ich über eine Maßnahme, über ein Sonderangebot aus dem Discounter. Da kommen wir gleich hin. Das ist aus dem Fachmarkt. Richtig, aus dem ordentlichen, also der nur Pflanzen verkauft. Naja, und alles, was man zum Gärtnern braucht. Aber nicht noch nebenbei Lebensmittel und Küchenzubehör. Ja, so. Ja, Kostenpunkt, so sagen wir mal, um 35 Euro. Und kann auch teurer sein, je nach Größe des Baumes. Ja, also, wie ihr sagt, die ordentlich veredelt. Ja, einen ordentlichen Stamm, eine ordentliche Krone. Zwischendurch auch schön geschnitten. Ich weiß, müsste ich jetzt schon wieder ein bisschen in Erziehungsschnitt machen. Ist aber noch nicht so weit. Ja, so. Der wächst ordentlich, ganz normal gepflanzt, haben wir zwei, da hinten ist noch einer. Ja, kann man eigentlich nicht meckern. Wie gesagt, der Kronenaufbau ist ordentlich hier oben. Ja, so, heute geht es aber auch nicht um, wie ich das jetzt ausschneide, sondern darum, was für Bäumchen aus dem Discounter kommt. Und da gehen wir jetzt mal hin. So, wie gesagt, jetzt sind wir beim Preisangebot, wie es vorher war, von 12,99 €. Ja, und dann nochmal im Ausverkauf runter auf 2 Euro. So, wie ihr seht, naja, der Aufbau hier unten, bevor er veredelt wurde, im Gegensatz zu dem ersten Baum, den ich euch gezeigt habe, das ist ja wohl quackig. Ja? So, und dann seht ihr hier, kein Kronenaufbau, das ist jetzt neu gewachsen, fast im identischen Pflanzzeitraum wie eben über dem Baum, den ich vorher gezeigt habe. Ja? Hier kann man eigentlich nicht viel erwarten. Wie gesagt, der zweite, den wir mitgebracht haben zum Testen, der ist gleich eingegangen. Ja? Das ist das erste Mal, dass mir ein Baum eingegangen ist beim Pflanzen. Da kann man ja auch nicht so viel falsch machen, wenn man den richtig einschwemmt. Ja, die stehen hier auf identischem Boden. Ja, also da, wo wir eben waren, das ist derselbe Boden wie der hier. Ja, und dass hier bloß andere Gräser wachsen, das spielt jetzt im Wesentlichen keine Rolle. Ja, also wie gesagt, ehe ich hier eine Krone richtig aufbauen kann, ja, es kann auch sein, dass er dann vielleicht doch eingeht. Ja, weil das ist alles viel zu quackig hier. Ja, denn wenn wir jetzt auch schon mittlerweile mitten im Sommer oder sind, kann es jetzt passieren, dass, wenn jetzt Frost kommt, irgendwann dann, ja, ist ja noch fast ein halbes Jahr Zeit bis dato, aber kann es sein, dass der das gar nicht verkraftet. Und dann wundere ich mich im Frühjahr vielleicht, dass er gar nicht mehr geht. Also sowas, das ist ja für uns bloß eine Testpflanzung. Wenn er überlebt, ist gut. Ansonsten, ja, lassen wir es sein und holen wieder einen richtig im Fachhandel, beziehungsweise in der Baumschule, ja. Und da seht ihr den Unterschied. Ich weiß manchmal gar nicht, wenn die Beschreibungen kommen, die Anfragen zum Beispiel an mich, die können jetzt in der Wachstumszeit zum Beispiel mit einmal so eine Äste abtrocknen oder abfallen, wenn überhaupt keine Schädlinge zu sehen sind. Ja? Am Boden liegt selten. Wissen, man hat falsch gedüngt oder überdüngt. Aber das ist der seltenste Fall. Ja? Ja? Werden wir sehen, ob der überhaupt noch eine Chance hat hier. Ja? Die großen, die jetzt da, die, wo wir eben waren, der große Baum, da brauche ich noch nicht mehr nachgießen. Aber hier kommt eben immer mal noch Wasser dran. Vielleicht kriegt er noch mal einen Wachstumsschub. Ja? So, so viel dazu. Also, wenn jetzt noch mal wer Anfragen hat an uns, gerade immer zuschreiben, wo ihr gekauft habt. Entweder im Fachhandel oder im Discounter. Denn wo ich Lebensmittel verkaufe und ein bisschen Küchenzubehör und sonstiges und Waschpulver und Weichspüler, da hat kein Baum was zu suchen eigentlich. Ja? Da stelle ich mich die Frage, wo kommen diese preiswerten Angebote überhaupt her? So, jetzt gleich noch mal dran den anderen Baum, den das Fachhandel bzw. Baumschule. Ich weiß, der hat jetzt Birnengitterrost, den hat er gekriegt hier von unseren Nachbarbäumen. Ja, das macht nichts, der lässt sich leicht bekämpfen, also das ist nicht so wild. Ja, also wie gesagt, jetzt habt ihr den Preisvergleich. Also wie gesagt, wer gerade bei Hölzen hier sollte hochwertige Erzeugnisse kaufen, auch wenn sie mal ein paar Euro teurer sind, weil wenn super preiswerte Produkte, das kann nicht irgendwo gut gehen, ja. Und ihr spart euch viel Ärger und einen doppelten Kauf, ja. So, das ist so viel zu den Bäumchen und eure Pflanzen, wenn sie nicht richtig wachsen. Bis zum nächsten Mal.